Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Division. Wir sind immer noch in der U-Bahn-Leichenhalle und versuchen, Rhodes zu befreien. Aber vorerst müssen wir uns um den Strom kümmern, was jetzt ziemlich... Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Ja, genau. Das habe ich nämlich gar nicht. Nix da mit deinem Feuer hier. Sehr gut. So, mal schauen von hier hinten. Naja, die lassen sich wieder Zeit haben, klar. Also muss ich die Kiste doch erstmal wieder aufheben. Schleichen ist nicht. So, sehr schön. Medipack brauchen wir mal. Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Stirb! Boah. Der will ja einfach nicht sterben. Klar, ich habe nur aufs Schild geschossen, das stimmt schon. Aber der kam auch so blöd angelaufen. So, wollen wir mal den Kasten da oben reinschmeißen, damit wir endlich ordentlich Strom haben. Überall in der Bude. Nicht so schwer wäre. Oh, zack. Aktivieren Sie das Energierelais. Hab ich doch. Ach so, nee, muss ich noch machen. Bitte. Ich hoffe, Sie können im Dunkeln sehen, weil ich Sie im Kontrollraum brauche, um die Sache abzuschließen. Okay. So, jetzt wird's nochmal richtig. Je früher wir aus dieser Gruft rauskommen, eklig. Desto besser. Doch auch. Warten Sie kurz. Mal schnell gucken, ob wir den Funkturm schon... Ne, den Funkturm gucken wir nicht. Test! Mein Gott, ist das Ding laut! Okay, ich mach mich jetzt im Kontrollraum an die Arbeit. Jawohl, mach das. Kleines Update von mir. Es wird gleich echt schnell echt dunkel. Der Strom fließt nur zur Basis, wenn ich neu boote. Also wird alles für eine Minute runterfahren. Ja... von mir aus. Leck mich am Arsch. Bei den Generatoren haben sie aber richtig hingelangt. Der letzte große Hurrikan hat der Beschaffung wohl zu denken gegeben, denn diese Babys halten einiges aus. Widerspenstige Biester, aber vielleicht haben wir Glück. Ja, vielleicht haben wir Glück, aber es sollte klappen. Was sagt man dazu? Jedoch. Scheiße, Klinas. Ich dachte, um die hätten sie sich gekümmert. Ja, dachte ich auch. Wo die jetzt herkommen, keine Ahnung, aber guck mal. Hallo, es kommt mal reingelaufen, Freunde. Was machen die? Die laufen alle an meiner Bombe vorbei. Ich glaub's aber nicht. Mehr von den Arschlöchern, ehrlich?
Schön, wie er gegen die Kiste schießt. Hervorragend. Nein! Rums! Bist du im Feuerwerk? Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Stirb doch! Sagen Sie mir, dass das Ihre Leute in dem Aufzug sind. Nein, sind es nicht. Genau das ist das Problem. Vor Ort. Dann sind es Cleaners und ich bin am Arsch. Und das sind ganz eklige Cleaners. Na, der muss erstmal down gehen, weil dann der Große da... ist der Endboss da. Splittergranate! Also der Kunst hier ist ein ganz ekliger Gegner jetzt. Halt, das wollte ich nicht, ich wollte hier. Explodier? Und das? Sollten wir hier mit Scharfschützengewehr agieren. Boah! Lala! Da versteckt er sich da immer mal. Alter! So rein. Manu, ich mag den nicht. Ich mag den einfach nicht. Er braucht dich nur einmal mit den dämlichen Feuer erwischen und du bist schon so gut wie... Cleaners, ich dachte, um die hätten sie sich gekümmert. Guck mal. Falsche Waffe. Ich weiß ja auch nicht, wo die sich vermehren, aber irgendwie sind sie schon ein bisschen nervig. Warnung! Feinde nähern sich ihrer Position. Thank you.
Natürlich. Richtig eklig. Diesmal müssen wir echt auf Distanz bleiben. Alter. Natürlich. Ja, es ist doch, ey, hör auf. Es ist doch nicht zu fassen. Er kann halt auch da von da unten schön gemütlich durchblasen mit seinem Feuer. Ey. Linus, ich dachte, um ja, die hätten sie sich gekümmert. Das ist doch so nervig, dass du jede Welle nochmal machen musst. Haha, sehr gut, Division. Alles klar, Freunde. Dann wisst ihr ja Bescheid. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.